Oh, den haben sie geschafft. Jawohl, mein Fürst! Oh, weiter komme ich gar nicht. Kann ich hier vielleicht noch irgendwie... Ah ja. Aye, aye, Captain. Ich muss nur aufpassen, dass ich hinten nicht irgendwo zu aufmache und die Gegner dann durchkommen. Dann umlaufen sie meine Verteidigung vielleicht. Hier ein Feldlazarett. Zu Diensten, mein Fürst. Soldaten wurden geheilt. Wie viele Dinge kann sie einem geben? Anscheinend gehen nicht mehr als drei. Der geht mal mit hier hin, weil wenn da noch ein Schiff rauskommt, kann man es gleich wieder zusammenschießen. So, hier geht's weiter. Ja, bis auf Kakao sieht's eigentlich ganz gut aus erstmal. Oh, habe ich mich geirrt. Mir scheint so ziemlich einiges zu fehlen. Okay, Steine brauche ich da auf jeden Fall. Es mangelt an Alkohol. Ja, ich bin dran. Bevor ich erstmal weiterbaue, muss ich das in den Griff kriegen. Wieder. Ne, Steine wollte ich eigentlich behalten. Okay, Steine. Alkohol kann ich hier massenhaft noch produzieren. Okay, Alkohol und Tabak wird zum Problem. Kann man alles in den Griff kriegen. Da ist zwar noch Alkohol drauf, aber gerade brauche ich den nicht. Naja, geht gerade wieder. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Tabak und ich brauche mehr Alkohol. Und es wird nicht lange dauern, dann werde ich die Insel hier unten auch brauchen. Wohl gemerkt, dass sie jetzt gerade... Ja, ich brauche die Insel hier unten wahrscheinlich doch. Nicht sofort, aber ich glaube, ich werde sie noch brauchen. Ich frage mich, wie der das hier aufrechterhalten kann. Es scheint so, als hätten wir echt viel Alkohol hier drin. Okay, kommt hier eigentlich noch ein Schiff vorbei? Ich glaube nämlich fast nicht. Überprüft eure Handelsrouten. Nicht jetzt.
Ich habe hier eine ganz schlimme Krise. Meine Leute haben keinen Alkohol mehr. Ah, bist du das legendäre Alkoholschiff? Nein, bist du nicht. Du solltest es aber sein. Los, bring Alkohol. Ah, okay, der holt auch noch Tabak mit, das ist auch gut. Es mangelt an Alkohol. Tabak ziehen wir auch hinterher. Sollte man halt echt machen, bevor die Krise da ist. Steinbrücke ist sicherer. Wie Dungeon Keeper, wo es ja auch Steinbrücken gab. Ja, Dungeon Keeper hat auch echt Spaß gemacht zu spielen. So wie Silver damals auch richtig Spaß gemacht hat. Dann ist es ja immer ein bisschen traurig, wenn die Projekte durch sind und ja. Warum gab es eigentlich nie Silver 2? Vielleicht ähnlich wie bei Dungeon Keeper. Dass Bullfrog aufgekauft wurde und Dungeon Keeper irgendwie nicht lief. Weiß ich gar nicht verstanden. Okay, Entschuldigung. Es mangelt an Alkohol. Dungeon Keeper 2. Aber der Verkauf lief anscheinend nicht so gut. Weiß der Teufel warum. Weiß der Teufel warum. Eigentlich sehr schade. Ich weiß noch, dass der dritte Teil halt nicht mehr in der Unterwelt, sondern auf der Erde spielen sollte. Also, klar. Aber an der Oberfläche. Wäre bestimmt auch sehr interessant geworden. Bullfrog wurde ja auch aufgekauft damals. Und es hätte mich echt mal interessiert, ob vielleicht irgendwann nochmal was kommen würde. Ich weiß nicht mehr, ich wusste mal, von wem die aufgekauft wurden. Aber ich glaube, da könnte sich schon was entwickeln. Telltale wurde ja schließlich auch aufgekauft und jetzt haben sie ja doch The Walking Dead noch weitergemacht. Obwohl es hieß, ja, ist vorbei. Kurz vor Erscheinen der Episode, ja, wir sind pleite, ja, kein Geld mehr. Schön. Bestimmt auch schön für die ganzen Programmierer gewesen. Denkst in einem Tag noch, alles ist gut, am nächsten Tag, ja, wir sind pleite. Ihr könnt alle gehen. Ich weiß auch nicht, wie viele Programmierer jetzt übernommen wurden letzten Endes, wenn überhaupt welche übernommen wurden. Aber Computerspieleentwickler ist sowieso so eine Sache, weil es diesen Beruf ja eigentlich nicht so richtig gibt. Klar, den Beruf gibt es schon, aber es gibt keine richtige Ausbildung dafür. Es gibt eine Programmierausbildung, die muss man aber auch selber bezahlen, die wird auch nicht bezahlt, also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, versuche ich mal. Das muss man schon wirklich wissen, dass man es machen möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das neu anordnen muss. Und das werde ich auch jetzt machen. Hasst mich bitte nicht dafür. Die waren ja eigentlich nur da, damit ich
den Anfang irgendwie überleben kann. Das haben wir ja. Aber jetzt wird's Zeit. Jetzt haben wir auch die Versorgung erstmal wiederhergestellt. Immerhin. Etwas. Kriege ich denn hier noch was? Ach, wie ärgerlich. Okay, das haben wir. Haben wir. Das sollten wir auch haben. Der Arzt kommt auch überall hin. Sieht gut aus. Hier stecke ich auf jeden Fall noch meinen Arzt hin. Denn bis der Arzt von da hinten vorgelaufen ist, ist... Es fehlt an Kakao. Wahrscheinlich die halbe Bevölkerung hier schon tot. Ihr könnt die Feuerwehr einsparen, aber den Arzt solltet ihr nie einsparen. Die Pest wird es euch sonst heimzahlen. Wir haben auch... Wo gehen die ganzen... Ja, natürlich, die Stoffe gehen jetzt hier in die Schneidereien, die ich vielleicht auch mal ein bisschen einspare. Überprüft eure Handelsrouten. So, die will ich jetzt auch schon mal gern bauen. Auch wenn ich sie nicht brauche. Ah, sehr gut. Sehr schön, das bringt auch ordentlich Leute. Ich habe zwar nicht mehr im Kopf wie viele, aber es bringt Leute. Mal sehen. Es fehlt an Kakao. 10 Leute. Haben oder nicht haben? Will ich gerne das noch schnell fertig machen? Ah, und jetzt ist unsere Bilanz auch nicht mehr ganz so rosig, weil wir so viele Häuser abgerissen haben. Also ich, ihr nicht so, das war primär ich. Aber nur primär, nicht ganz. Ah, die Pioniere reißen das schon wieder raus, mit den ganzen Einnahmen. Jeder Anno-Spieler weiß, dass Pioniere die verlässlichste Geldquelle sind. Ist tatsächlich so. Sie sind die verlässlichste Geldquelle, sofern du Essen hast, kannst du Pioniere haben und noch Hundöcher. Vielleicht noch eine Feuerwehr, damit nicht alles abfackelt. Und an einer gewissen Größe halt den Arzt. Aber ansonsten sind Pioniere wirklich die verlässlichste Geldquelle. Die sind nie unzufrieden, außer sie haben nichts zu essen. Holz kommt aber echt schlecht hier rein. Vielleicht hätte ich das Schiff doch nicht ausmachen sollen. Wirklich ganz, ganz langsam. Es fehlt an Kakao.
Wahrscheinlich, weil das alles für die Schmieden gebraucht wird wieder. Naja, die Kanongießerei überprüft eure arbeitet jetzt auch wieder. Da geht halt auch viel Holz weg. Unterschätzt nicht die Minen, die bringen immerhin 10 Arbeiter. Ah, jetzt wird es auch besser. Ah, hier muss dann eh nochmal ein Theater hin. Wie steht's hier unten? Ich glaube, Rot fällt langsam zusammen jetzt. Keine Ahnung warum. Sollen sie doch. Kleidung hält sich ganz wacker. Da kommt unser schönes Holz. Setzt neuen Kurs. Kakao ist Mangelware. Das können sich auch entsprechend ausbauen. Ich meine, die 2000 übrigen Leute kriege ich dann wahrscheinlich relativ schnell wieder hin. Ich geh mal hier hin und hol mal noch ein bisschen Kram ab. Vielleicht fange ich dann wirklich mal an, hier vorzustoßen. Jawohl, mein Fürst! Ah, es kommen doch noch einzelne Soldaten. Kommen die jetzt nur, weil ich mit meinen Soldaten vorgelaufen bin? Ich glaube nicht, fast schon. Okay, bringt mir einfach nur Punkte. Die Bürger. Ja, das ist eine beachtliche Summe an Soldaten, die ich besiegt habe. Überprüft euer. Wie viele Punkte bringt denn das? Immerhin 8000 Punkte. So, jetzt haben wir gleich die 4000 wieder geknackt. Ich glaube, wir waren aber bei 5000, oder? Hatte ich schon die 5000 geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es rausfinden, sobald die... Es fehlt an Kakao. ...wieder sagen, dass wir es geschafft haben. Sollte reichen. Steine haben wir ja noch einige. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Na, jetzt kommen sie nicht mehr weg. Das ist gut. So was gedacht. Dass sie gar nicht mehr rauskommen erst. Aber er ist jetzt leider im Bedrängnis, denn er muss Schiffe bauen. Er muss ja rauskommen. Und er wird auch weiterhin hier Soldaten ausbilden, denn er wird versuchen, uns natürlich wieder von seinem Land zu vertreiben. Er will uns vertreiben, er muss aber auch Schiffe bauen, denn sein Volk hat Rohstoffmangel eigentlich. Ohne Ende. Ah, seht ihr? Da habe ich wieder nicht drauf geachtet. Die haben keine Schulbildung hier hinten. Kakao ist Mangelware. Den versetzen wir mal. Wenn ich die jetzt aussehen abgerissen hätte.
So, wo ist denn da? Überprüft eure Handelsrouten. So ein Ding brauche ich eh nochmal. Kriege ich einen Großteil, das ist super. Kakao ist Mangelware. Okay, keine Wünsche mehr offen, das ist super. Machen wir die Kaufleute unglücklich. Damit sie erstmal nur zu Bürgern werden, das wäre schon mal ganz, ganz nett von euch. Davon und von denen können sie viel mehr ausbilden, habe ich nichts dagegen. Aha, der will eindeutig keinen Frieden mehr. Rot ist ziemlich angesäuert mir gegenüber. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin doch so nett. Ich glaube, der Bonus der Kathedrale ist schon so ziemlich verflogen. Aber den wollte ich auch in einer Aufnahme tatsächlich mitnehmen. Na, jetzt haben wir Kakao gekriegt. Ich lasse trotzdem auf diesem Steuersatz. Kakao ist Mangelware. Ich glaube, dass meine Bilanz ist dann kein Problem mehr. Da kann ich dann einfach zur Not ganz schnell mal kurz aufstocken hier. Entsprechend. Überprüft das macht jetzt schon mal 1000 aus. Und wenn ich das dann nochmal gegen Ende des Spiels mache, dann wird das noch viel, viel mehr werden. Ah ja, auf der Insel tut schon weh. So, machen wir sie glücklich. Hauptsache ein Großteil ist schon mal weg. Das ist schon mal viel wert. Ich werde auch gleich ausmachen. Oder ich mache eigentlich gleich aus. Denn ich muss noch ein klein bisschen machen, bevor ich dann ins Bett muss. Damit ich morgen nicht so müde bin. Aber ich werde die Tage noch ein bisschen aufnehmen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. So. Das war Let's Play Anno 1602 für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Spielstand gespeichert.